Servus Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Tutorial hier auf unserem Kanal. Und heute soll es darum gehen, wie ihr die Hintergründe im LS22 zu euren eigenen ändert. Und zwar seht ihr diese Hintergründe hier und hier werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr die zu euren eigenen Bildern ändern könnt. Zunächst tun wir den LS hierfür nochmal beenden. Und dann auf unserem Desktop angekommen, habe ich mir jetzt schon mal 5 Bilder von mir ausgesucht. Einfach habe ich jetzt einfach durchnummeriert von 1 bis 5. Könnt ihr einfach irgendwelche LS-Bilder nehmen, am besten im 9 zu 16 Format. Und als allererstes müssen wir die jetzt mit Canva oder mit irgendeinem Bearbeitungsprogramm bearbeiten. Und zwar brauchen wir eine benutzerdefinierte Größe. Und zwar brauchen wir hier 2048 auf 2048 Pixel. Dann drückt ihr auf Neues Design erstellen. Dann lädt es kurz. Dann geht ihr auf Uploads und Dateien hochladen. Und hier lade ich jetzt meine 5 Bilder hoch, die ich schon vorbereitet habe. Die Bilder 1 bis 5, die lade ich hier jetzt einfach hoch. Drücke auf Öffnen. Dann warte ich kurz, bis alle hochgeladen werden. So, es sind jetzt alle Bilder hochgeladen. Und dann zieht ihr dann das Bild einfach hier rein auf diese Fläche, zieht es nach ganz unten und auch nach ganz drüben. Und dann zieht ihr das Bild genauso groß, bis es rechts am Rand anstoßt. Genau, so. Und dann habt ihr jetzt schon mal den ersten Teil fertig. Jetzt braucht ihr aber noch das Bild einmal in verschwommen. Warum? Das seht ihr dann noch später. Und dann drückt ihr einfach auf Seite hinzufügen. Dann nehmt ihr das gleiche Bild nochmal. Tut es wieder hier so einfügen. Dann passt das hier direkt. Und dann geht ihr jetzt auf Bild bearbeiten. Und dann auf Weichzeichner. Hier geht ihr dann einfach auf ganzes Bild. Intensität könnt ihr so auf so 15 würde ich sagen machen, das passt. Und dann könnt ihr hier einfach wieder Bild bearbeiten klicken und schon ist euer Bild unscharf. Das Ganze machen wir jetzt mit allen 5 Bildern und wenn ich das mit allen 5 Bildern habe, sehen wir uns wieder. So, ich habe das Ganze jetzt mit allen 5 Bildern gemacht, wie ihr hier seht. Einmal scharf, unscharf, scharf, unscharf und so weiter. Das habe ich jetzt mit 5 Bildern gemacht. Das ist auch ganz wichtig, ihr braucht genau 5 Bilder. Also ihr könnt natürlich auch weniger nehmen, dann habt ihr halt weniger Abwechslung bei den Bildern, aber mehr geht nicht. Und dann ladet ihr das Ganze jetzt runter, klickt ihr hier auf Teilen, dann auf Download, dann auf alle 10 Seiten und dann einfach mal auf Download. So, das Ganze ist jetzt runtergeladen. Dann geht ihr in euren Download-Ordner, wo das Ganze gespeichert ist. Dann tut ihr das Ganze hier entpacken, also alle Dateien extrahieren. Extrahieren. So, dann haben wir das Ganze jetzt hier in einem Nicht-Zip-Ordner. Als nächstes müssen wir uns jetzt alle unsere 10 Dateien auswählen und auf die Webseite anyconf.com rein drag and droppen, dann werden wir hier aus, in was wir es konvertieren wollen. Hier habe ich DDS. Dann wählen wir das aus. Und dann drücken wir hier unten auf Konvertieren. So, wie ihr seht, sind jetzt alle 10 Dateien zu DDS-Dateien konvertiert worden. Und jetzt laden wir jetzt hier alle einmal runter. So, die ganzen Dateien finden wir jetzt auch wieder in unserem Download-Ordner. Jetzt müssen wir alle Dateien genau umbenennen, wie sie in unserem Standard-Spielordner benannt sind. Und hierfür müssen wir jetzt in unserem LS-Verzeichnis, das findet ihr unter lokalen Datenträger oder halt auch, wo immer euer Steam ist. Wir brauchen hier Programme 86, dann geht ihr hier auf Steam oder worüber ihr halt LS spielt. Dann Steam Apps. Come on. Farming Simulator 22 und Shared. Und hier sind jetzt 10 Bilder mit der Benennung Splash, Splash-Fall, Splash-Spring, Splash-Summer und so weiter. Und wir müssen jetzt unsere Bilder genauso benennen, wie sie hier benannt sind. Aber bevor wir das machen, machen wir noch eine Art kleines Backup, damit wir, falls es nicht funktionieren sollte, das immer wieder rückgängig machen können. Und dafür tun wir jetzt einfach mal alle Bilder mit der Benennung Splash einfach mal markieren, einfach Steuerung gedrückt halten und dann mit Steuerung C unserem Desktop in
irgendeinem Ordner. Ich habe es jetzt hier schon gemacht in Alice Startbilder. Könnt ihr es hier jetzt einfach reinspeichern mit Steuerung V einfügen. Dann habt ihr es hier schon eine Art kleines Backup. Falls es nicht funktionieren sollte, könnt ihr es einfach wieder rückgängig machen. So, aber jetzt als nächstes kommt es auf die Benennung an. Und zwar tue ich jetzt einfach mal diese 10 Dateien hier mit in den Farming Simulator 22 Shared Ordner. So, dann schaut das Ganze so aus. Und jetzt, Sattler, erkennt man das nicht ganz so gut. Aber die erste Datei ist, also bei mir zumindest, weil ich das in Canvas so gemacht habe, die erste Datei ist immer scharf und die zweite ist immer unscharf. Das heißt, wir müssen die erste Datei jetzt in Splash umbenennen und die zweite Datei in Splash Blur, weil die immer Splash Fall, Splash Blur unterstrich Fall, die gehören immer zusammen. Und jetzt müssen wir das genau so benennen. Und zwar fangen wir jetzt hier mal mit dem Band an. Das ist das scharfe Bild. Das nennen wir Splash. Wir müssen halt jetzt auch erst alle anderen Bilder zuerst löschen. Aber um die Namen trotzdem zu wissen, haben wir ja unser Backup. Das öffne ich jetzt hier einfach mal im Splitscreen. Jetzt habe ich das auf dem Desktop und dann unter letztendlich Startbilder. Jetzt habe ich hier, sehe ich hier die Namen, wo ich brauche. Und jetzt würde ich es einfach mal die Namen umbenennen. So, als erstes haben wir Splash. Dann ist der zweite, der ist dann der unscharfe. Splash Blur. Dann beim zweiten haben wir Splash unterstrich Ball. Und beim vierten ist es dann Splash unterstrich, nein, falsch, Splash Blur unterstrich Ball. So, das müsst ihr jetzt mit allen Dateien machen. Ich mache das jetzt mal eben kurz und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, ich habe jetzt alle Dateien richtig benannt und jetzt, und dabei ist auch zu beachten, dass wirklich die exakt gleich geschrieben sind, weil sonst erkennt Alice die Dateien nicht und es tritt ein Fehler beim Starten auf. So, jetzt können wir die beiden Dateien hier schließen. Und dann unseren LS mal starten. Wie ihr seht, ist schon der Ladebildschirm anders. Jetzt überspringen wir einmal den Anfang. Und jetzt, wie ihr seht, ist hier im Hintergrund sind unsere eigenen Bilder. Das Splash Blur ist eigentlich nur hier für diese Seite, damit das hier so ein bisschen verschwommen ist im Vergleich zum Rest. So, das war's jetzt mit dem Video von heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Und vergesst auch nicht bei Portal vorbeizuschauen. Mit unserem Link spart ihr immer 10%. Links in der Beschreibung. Und ihr könnt natürlich auch gerne unseren Code Sheba bei Giants verwenden. Damit würdet ihr uns riesig unterstützen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.